Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich auf das Thema Nackenmuskulatur eingehen, zum einen auf die Regeneration der Nackenhalsmuskulatur und auch was man tun kann, wenn man Schmerzen hat, Verspannung hat im Nackenbereich, auch im Kapuzenmuskelbereich oder zwischen den Schulterblättern. Da gibt es eine Übung, die mir immer sehr gut hilft, die möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Die kann man leicht auch zu Hause ausführen. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist eine solche Faszienrolle oder auch Black Roll genannt. Ich zeige euch die mal in die Kamera, dass ihr das ein bisschen sehen könnt, wie groß die sein muss. Also ihr müsst sie schon gut unterm Nacken legen können. Ihr könnt damit auch den Rücken entspannen oder trainieren. Kostet ca. 15 bis 30 Euro, je nach Ausführung. Und ich zeige euch jetzt in dem Video, welche Übung ihr durchführen könnt, wenn ihr Verspannungen im Nacken habt oder eure Nacken- und Halsmuskulatur auch einfach nur mal regenerieren wollt. Ja, ich habe mir hier noch eine Matte drunter gelegt, da es ein bisschen zu hart auf den Steinboden hier in meinem Fitnessraum ist. Ihr platziert die Faszienrolle einfach auf dem Fußboden. Ihr könnt die übrigens auch im Bett durchführen, das funktioniert auch. Vielleicht morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm Einschlafen. Das ist wie gesagt sehr entspannt. Ihr legt die Rolle also so hin und platziert euch dann direkt mit dem Nacken auf diese Rolle. Ich zeige euch das auch gleich nochmal von der Nahansicht. Und nehmt die Hände, lasst sie nach unten wegfallen, neben den Körper positionieren die Hände und dann langsam und gleichmäßig den Nacken nach rechts und nach links drehen, beziehungsweise den Kopf drehen. Dabei ruhig weiteratmen. Und dann ist diese ganze Übung sehr entspannt. Ja, nun habt ihr das Ganze gesehen. Verstärken kann man den Effekt natürlich noch, wenn man, wie ich, eine Rolle benutzt, die hier solche Noppen hat. Damit könnt ihr die Nackenmuskulatur oder Halsmuskulatur noch etwas tiefer mit beanspruchen oder auch regenerieren. Es gibt auch glatte Rollen, da ist der Effekt nicht ganz so stark. Oder ihr nehmt auch Rollen, die einfach hier so Querstreifen haben. Auch die eignen sich besonders gut, um ja, den Nacken damit zu entspannen. Und ja, ich hoffe, dass euch diese Übung weiterhilft. Wenn ihr Nackenschmerzen habt, wünsche ich euch gute Besserung. Und für die Regeneration ist es auch eine super Übung. Probiert es mal aus nach dem Training. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat und auch gefallen hat, supportet meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben, abonniert mich und dann seht ihr meine nächsten Videos wieder. Bis dahin!